Wir malen heute einen Plüschbombervogel. Und damit der auch so richtig authentisch wird, habe ich auch eine Plüschbomberfrisur heute. Das wird ganz einfach und macht richtig Spaß. Ihr braucht ganz wenig Material dafür. Ihr könnt einen normalen Wassermalfarbkasten nehmen. Ihr könnt Aquarellfarben nehmen, Buntstifte dazu nehmen. Ich benutze dafür einen solchen Pinsel. Das ist ein Fächerpinsel. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, dann könnt ihr auch eine Zahnbürste nehmen. Funktioniert genauso. Dann nehme ich Aquarellpapier. Entweder nehmt ihr das von Hahnemühle, wenn ihr das nicht da habt. Ich habe ja auch von Guardi einen Aquarell-Postkartenblock. Das funktioniert genauso. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal, wie wir diesen Plüschbombervogel malen. Als erstes nehmt ihr Wasser und macht einen Wasserfleck auf euer Papier. Dann nehmt ihr eine Farbe, die euch gefällt. So, und jetzt gehe ich her mit meinem Pinsel und ziehe immer an den Ecken etwas von der Farbe weg. Jetzt föhne ich das kurz an. So, jetzt gehe ich nochmal in die Farbe, weil ich möchte ihn ja etwas kräftiger haben. Und ziehe nochmal hier mit meinem Pinsel. Ich lege den mal kurz ein Stück auf Seite, damit ich euch das Gleiche mit der Zahnbürste zeigen kann. Dann mache ich hier jetzt mal weiter. Nehme einen schwarzen Feinliner und schau, wo guckt er mich gerade an, was möchte ich da jetzt gerade aus dem Vogel herauszeichnen. Nehme ich einen Posca-Stift, einen Acrylstift, ihr könntet aber auch Buntstifte nehmen, was ihr einfach zu Hause habt. So, und mein Vogel, der soll jetzt auf einer Wiese stehen. Und auch da könnt ihr wieder mit dem Pinsel die Gräser hochziehen. So, ich föhne ihn nochmal an. So, voilà, da wäre der erste Plüschbombervogel und das gleiche machen wir mit dem hier.
der hier mit der Zahnbürste und der hier mit dem Fächerpinsel. Geht super schnell, ihr habt gleich eine schöne Geschenkidee. Und wenn euch das Tutorial gefällt und ihr den Plüschbombervogel mögt, dann freue ich mich über ein Like direkt unter meinem Video. Und ihr dürft es natürlich gerne verteilen. Eure Regina von der Kreativmanufaktur. Ciao!